begrüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, heute geht es mal wieder um die Hausautomation. Das letzte Mal hatte ich euch gezeigt, welche Komponenten ich für zum Schalten von meinen Lichtern und Geräten so benutze. Und zwar die Komponenten von Intertechno. Das sind hier so diese Aktoren und die Sender, die man hinter normale Schalter montieren kann oder einen Schalter, den man einfach nur so an die Wand schrauben kann. So, und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich die ganze Sache konfiguriere in FEM und mit welchem kleinen Trick ich mir so einen halben Rückkanal baue, um den korrekten Status in FEM dann anzeigen zu können. So, bevor man das Ganze beginnt mit der Konfiguration, sollte man sich so ein bisschen einen Plan machen und vielleicht so eine kleine Tabelle. Welche Komponente wie, wo, wann geschaltet werden soll und mit welcher Konfiguration. Das habe ich getan, ich zeige es euch gerade mal. So, und zwar habe ich jetzt hier mir mal so eine Tabelle gemacht, indem ich, gehe mal gerade hier oben, einfach mal den FEM-Typ mir mal aufgeschrieben habe, dann den Gerätecode, mit welchem Code ich das den Aktor zum Beispiel ansteuere, welchen Namen ich in FEM vergeben habe, welchen Alias ich vergeben habe, in welchem Raum das FEM-Gerät dann abgelegt wird, welcher Gruppe es zugehört und mit welchem FEM-Befehl ich es definiere. So, ganz grob, ich habe hier jetzt erstmal ein paar Schalter, ein paar Aktoren und diese Aktoren bei FEM haben jetzt hier so einen eindeutigen Gerätecode. Gilt jetzt allerdings alles nur für Intertechno-Aktoren oder Intertechno-Geräte, was man hier sieht. So, also der Typ hier in FEM ist IT und jedes Gerät hat hier einen Code, den man fast quasi frei vergeben kann. Ein paar obligatorische Bits sind hier dabei. Könnt ihr mal gucken im Internet, wie diese Umrechnung bzw. diese Definition bei Intertechno-Geräten gemacht wird, ist eigentlich relativ simpel. Man hat da ziemlich freie Auswahl. Wichtig bei der Sache ist nur, dass man keine doppelten Codes vergibt. Sonst hat man nämlich den Effekt, dass mit einem Schalter auf einmal 2, 3, 4 unterschiedliche Lampen schalten, die da eigentlich gar nicht schalten sollen. Also da muss man eigentlich eindeutig sein, deswegen ist so eine Liste ganz praktisch. Und dass ich nicht durcheinander komme, habe ich mir hier so eine Nomenklatur ausgedacht, wie ich die Geräte benenne. Also das ist bei mir jetzt immer die ersten zwei Buchstaben groß des Raums, dann was es denn schalten soll, also hier jetzt Licht. Und noch ein bisschen eine detailliertere Beschreibung, welches Licht. So. Wir kümmern uns jetzt mal hier um die Beleuchtung hier oben im Studio. Die habe ich nämlich auch mit solchen Wandadaptern, so Aktoren von Intertechno, angeschaltet. Und habe jetzt hier mir mal eine Tabelle gemacht. Und es geht eigentlich jetzt hier um ST für Studio, Licht rechts, ST Licht links und den IT-Switch ST. So, um diese drei Komponenten geht es. Die wollen wir jetzt in FEM einrichten, beziehungsweise ich will euch zeigen, wie ich sie eingerichtet habe. Eine Besonderheit gibt es bei Intertechno noch. Je nach Alter der Komponente unterstützen Intertechno-Komponenten zwei Versionen vom Protokoll, nämlich einmal die V1, dann sehen diese Gerätecodes so aus, oder die V3, dann sind es so 26-Bit-Codes. Das Prinzip ist prinzipiell das gleiche, nur je nachdem, welche Komponente ich gerade anlerne, wie neu oder wie alt die ist, kann sie halt entweder das eine oder das andere Protokoll. So, dieser IT-Switch, der kann zum Beispiel nur V1, deswegen hat der hier noch so eine alte Adresse und die zwei Aktoren, die ich jetzt hier an die Lichter schalten,
die können schon V3, deswegen ist das hier so ein 26-Bit-Code. So, also wie gesagt, ist sehr zu empfehlen, sich so eine Tabelle zu machen. Und um das dann immer auch nachvollziehen zu können, weil wenn das einmal eingerichtet ist und funktioniert und man will dann wieder ran, wenn man geht dann wieder ran, will es erweitern, will es verändern, da hat man hier so ein bisschen eine Übersicht. Ne? So, jetzt gucken wir mal uns das Ganze auf der FEM-Seite an. Wir haben hier das Studio und im Studio gibt es einmal eine Stehlampe, die interessiert uns jetzt nicht, und es gibt ein Studio links und Studio rechts, Lichtschalter und eine Studiobeleuchtung. So, diese Studioschalter sind wie üblich in FEM definiert, also mit Define, dann den Schaltername, dann den Gerätetyp IT in dem Fall und den Code. In meinem Fall wäre jetzt das hier jeweils dieser 26-Bit-Code. Da ist man auch wieder frei in der Wahl. Man kann da also jeden Code raussuchen. Man muss halt nur aufpassen, dass man eindeutige Codes hat und einen Code nicht zweimal verwendet. So, wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, dann sehe ich jetzt, dieser Schalter hat ja einen ganz, ganz langen Code, der steuert. Er hat hier das V3-Protokoll. Ja, ansonsten hätte ich ja diese F0, FF00. Und hat hier unten noch einen Haufen Attribute, also in welchem Raum, FEM-Raum er sich befindet, welcher Gruppe er zugeordnet ist und so weiter und so weiter. So, bei dem anderen können wir gerade mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl, wird es dunkel und dann wird es wieder hell. So. Beim anderen schaut es genauso aus, der hat halt dann hier einen anderen Code. So, mehr aber nicht. Interessant wird es hier bei diesem Gruppenschalter. Dieser Gruppenschalter selbst ist auch ein Intertechno-Gerät, diesmal aber kein Aktor, sondern ein Switch. Das gibt man diesem Gerät hier mit dem Attribut Modell mit. Auch der kann V3, das Protokoll. Nee, Quatsch, der kann nicht V3. Den habe ich zwar V3 gestellt, das kann man schon löschen, dann ist es Unsinn. Der ist zu alt, dieser Schalter, der kann nur, also wir sprechen jetzt hier von diesem Schalter, ja, der kann nur diese 00FF-Adressen. So, jetzt müssen wir grundsätzlich erstmal ein bisschen ausholen, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Schalter tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ich den Schalter, so wie ich es jetzt gemacht habe, hier in FEM anlernen. Dann habe ich den Effekt, dass das Signal, das Schaltsignal, erstmal zu meinem FEM-Server kommt und dem FEM-Server selbst definiere ich dann, was, wenn dieses Signal empfangen wird, was geschehen soll. Nämlich in meinem Fall jetzt hier diese beiden Aktoren auf einzuschalten oder auf auszuschalten. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, und das ist die, die ich eigentlich grundsätzlich wähle, ich kann die Aktoren natürlich direkt mit diesem Schalter anlernen, ohne FEM. Also das Anlernen bei Intertechno-Geräten funktioniert ganz einfach. Man steckt den Aktor in die Steckdose und in den ersten 5 Sekunden, glaube ich, blinkt diese kleine LED, also die hier unten. Und in der Zeit, wo sie blinkt, muss man halt an dem Schalter, den man dafür verwenden will, die On-Taste einmal drücken. Dann registriert er das und bestätigt das mit zweimal Schalten und dann ist das direkt angelernt, ohne dass ich einen FEM-Server brauche. So mache ich das eigentlich immer, einfach aus dem Grund, weil ich, wenn FEM mal aus sein sollte, trotzdem noch meine Lichter einen ausmachen will über die Schalter. Jetzt, was hat das für einen Sinn, dass ich diesen Schalter in FEM anlerne? Naja, gar nicht ganz einfach. Ich benutze den als Gruppenschalter in der Form in FEM. Jetzt sind wir wieder hier bei der Definition. Ich habe also hier mein FEM hört auf diesen Code und sobald von diesem Code irgendein Signal kommt,
kommt es in FEM rein und ich kann irgendwas mit diesem Signal machen. So, im einfachsten Fall mache ich natürlich hier meinen Schalter, nämlich diesen Status ein und aus. Und das ist jetzt so dieser halbe Rückkanal, den ich meinte. Ich kann dadurch, dass ich jetzt das Signal meines Schalters in FEM reinbekomme, natürlich diesen Schalter dann steuern. So, wenn ich jetzt über FEM schalten will, also nicht jetzt direkt am Schalter, sondern hier über FEM automatisiert mit einer Zeitschaltuhr oder aus der Ferne oder über die Smart Visa-Oberfläche zum Beispiel, dann brauche ich keinen Gruppenschalter im FEM zu bauen, sondern ich kann diesen richtigen IT-Hardware-Switch benutzen. Und das mache ich, indem ich diesem Switch einfach eine Notify definiere. So eine Notify ist einfach, wenn das passiert, dann macht das und das. So. Ist auch in der FEM-Command-Referenz relativ gut und übersichtlich beschrieben, wie man das macht. Also der Befehl, um so eine Notify einzurichten, sieht auch wieder so aus wie der normale Geräteanlernbefehl, nämlich define, dann den Gerätenname, dann notify und dann das, was ich denn machen will. So, wenn ich so eine Notify angelegt habe, dann sehe ich hier, dass die jetzt hier automatisch mit meinem IT-Switch hier verbunden ist. So, und in der Definition, da wird es jetzt ein bisschen kryptisch, aber man kann es eigentlich noch relativ gut lesen. In der Definition steht jetzt drin, wenn irgendwas mit diesem Code, ne, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf drücke auf den Schalter, wenn irgendein Event geschieht, dann führe den FEM-Befehl aus, set alle Lichter, die im Studio sind, auf an. Ansonsten, wenn ein anderer Befehl kommt, dann schalte sie aus. So, da ich nur zwei Zustände habe, kann ich da mit so einer If-Else-Schleife arbeiten, nee, Schleifen, nicht Bedingungen arbeiten und kann somit meine Lichter schalten. Wie gesagt, hat diesen großen Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt hier mir diesen Status anschaue, dass dieser Status auch wirklich stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt hier, wenn das jetzt ein Gruppenschalter wäre bei FEM und ich würde hierüber schalten, würde der Gruppenschalter trotzdem eingeschaltet bleiben, weil woher soll die FEM wissen, dass hier irgendwas geschaltet wurde? So, da ich aber jetzt keinen Gruppen, also keine FEM-Funktion benutze, sondern einfach diesen Schalter hier angelernt habe und auf diesen Schalter höre. FEM lauscht auf die 433 MHz und registriert dieses Schaltsignal und kann dementsprechend den Status hier verändern. So, wir probieren es gerade mal. Es kann sein, dass es jetzt nicht gleich reagiert, weil ich habe da jetzt eben noch so ein Problem gehabt. Wir probieren es einfach mal. Ich schalte, dann wird es dunkel. Dann dauert es einen Moment, der Schalter geht auch zurück und ich schalte es wieder ein. Dann dauert es wieder eine Sekunde und dann führt FEM den Schalter auch wieder nach. Somit habe ich so einen quasi halben Rückkanal, zumindest weiß ich, wenn FEM jetzt nicht derjenige war, der geschaltet hat, sondern über den Hardware-Schalter das Licht gesteuert wurde, wie der Schalter steht. Mehr will ich eigentlich von so einem Rückkanal in Anführungszeichen nicht. Und das kann man somit relativ gut realisieren. Ja, eine Kleinigkeit gibt es bei der ganzen Sache noch zu beachten. Ich hatte ja schon gesagt, diese Geräte von Intertechno arbeiten auf 433 MHz. Und es gibt ja zwei Frequenzen, einmal die 433 MHz und die 868 MHz. Meine Homatic-Funkthermostate, die arbeiten auf 868. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Also ich brauche ja für so einen FEM-Server irgendwo ein Sendegerät. Und das ist so ein Coolstick, den man dann in den Raspberry Pi einfach als USB-Stick reinsteckt, ist eine Antenne dran. Und der sendet auf diesen Frequenzen die entsprechenden Signale. So, und so ein Coolstick kann ich zeige es euch gerade mal, so ein Coolstick kann ich jetzt einmal auf 868 MHz einstellen.
und kann aber mit diesem 868 MHz Coolstick auch 433 MHz Komponenten steuern. Ja, wie geht das? Es wird von FEM gibt es eine Möglichkeit, diese Coolsticks so einzustellen, dass er normalerweise auf 880 MHz sendet und auch empfängt. Und wenn jetzt ein Steuersignal an 433 MHz Gerät gesendet werden soll, flasht er kurz die Firmware, sendet das Signal und flasht es wieder zurück. So, somit kann ich mit einem Coolstick diese beiden Frequenzen bedienen. Hat natürlich den Nachteil, dass ich auf die 433 MHz nicht hören kann, nicht lauschen kann, da nichts empfangen kann, weil im Normalbetrieb, wenn nichts gesendet wird, steht er ja auf 868. So, und deswegen habe ich das so realisiert, dass ich zwei Coolsticks in Betrieb habe. Einfach zwei USB, also diese Cool-USB-Sticks an den Raspi angeschlossen. Nämlich einer, das sieht man jetzt hier, einer, der heißt bei mir Coolstick 433 und ein Coolstick 868. Und wenn man da jetzt mal reinklickt in die 433er Variante, dann sieht man auch hier die Parameter, man sieht hier auch wirklich diese Frequenz, die Frequenz, die empfangen und gesendet wird. So, und bei mir heißt dieser Coolstick ist das I/O-Device aus Sicht von FEM, das I/O-Device Cool 1. So, gehen wir mal zurück. Das 868 Coolstick ist das I/O-Device Cool 0. So, und wenn ich jetzt hier in mein Studio nochmal gehe und gucke mir hier jetzt so einen Aktor an, dann ist das I/O-Device Cool 1, sprich dieser 433 MHz Coolstick. Das ist also, wenn man diesen Rückkanal so ein bisschen simulieren will, dann ist das die einzige Möglichkeit. Natürlich, wenn ich jetzt keine Komponenten hätte, die auf 868 arbeiten, dann würde es auch mit einem Coolstick gehen. Wenn man aber kombiniert sich das ausgesucht hat, also diese Homatik, ich kann ja gerade nochmal in so eine Homatik-Thermostat reingucken. So, da oben ist er. So, und hier müsste ich jetzt, oder hier habe ich ein I/O-Device. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier definiert habe, explizit. Mal gucken. Da muss ich mal in den anderen Kanal reingehen, da sieht man das besser. So, hier sieht man jetzt das I/O-Device von so einem Thermostat von Homatic. Und das ist jetzt Cool 0, weil dieses Thermostat auf 868 MHz arbeitet und auch einen Rückkanal hat. Das heißt, ich brauche für die Thermostate auf jeden Fall ja einen Coolstick, der immer auf dieser Frequenz empfängt. Ja, also das ist mein Trick, wie ich die in der Techno-Schalter so ein bisschen intelligenter gemacht habe. Es funktioniert gut. Man hat natürlich, wenn man jetzt über einen Automatismus schaltet, also jetzt in dem Studio zum Beispiel so eine Zeitschaltuhr oder eine Abhängigkeit noch irgendwie reinbauen würde, hat man natürlich immer so eine leichte Verzögerung, das direkte Pairing zwischen den Schaltern und den Aktoren ist natürlich schneller. Aber das liegt so im 1 bis 2 Sekunden-Bereich. Das ist auf jeden Fall unterhalb meiner Schmerzgrenze. Das taugt, also das reicht mir. Ja, also probiert das mal aus. Das funktioniert echt gut. Die grundsätzliche Bedienung, die hatte ich ja euch schon mal gezeigt, wie man so Geräte definiert. Der ganz große Tipp von mir an der Stelle nochmal. Macht euch so eine Tabelle, die ihr auch dann wirklich, wenn ihr was an eurem FEM-Server macht, immer nachpflegt. Aber und mir kommen jetzt hier noch Heizkörper und sie ist auch nicht hundertprozentig aktuell. Ich müsste auch wieder ein bisschen Sachen nachpflegen. Mittlerweile hat sich da auch wieder einiges getan. Aber wenn man es nicht konsequent macht, ja, vergisst man es halt auch ab und zu mal.
Okay, ja, das soll es gewesen sein. Das Anlernen und die so ein halber Rückkanal für IT-Komponenten in FEM. Ja. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei eurem Projekt und eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.